In St. Pölten ist gestern das 10. Lise Prokop Memorial über die Bühne gegangen. Bei Niederösterreichs größtem Leichtathletik-Meeting ist nach 2 Jahren Pause auch wieder Lokalmatadorin Beate Schrott gestartet. 70 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio sucht die Hürdensprinterin aber noch ihre Wettkampfform. Das Sportzentrum Niederösterreich zeigt sich am Feiertag von seiner schönsten Seite. Dank perfekten Bedingungen haben Sportlerinnen und Sportler aus 21 Nationen den Weg nach St. Pölten gefunden. Mittendrin Olympiafinalistin Beate Schrott, die beim Meeting in ihrer Heimatstadt die Europasaison einläutet. Dass ich heute zu Hause rennen habe können, das ist einfach für mich wirklich voll schön, weil ich die letzten 2 raussetzen habe müssen. Ich stehe wieder auf der Bahn und ja, wenn man die Zeiten vorweglässt, bin ich super zufrieden. Statt zum Heimsieg läuft Schrott über 100 Meter Hürden in 13,45 nur auf Rang 3. Für Österreichs größte Hürdenhoffnung ein Ergebnis, das so früh in der Saison noch nicht allzu viel Gewicht hat. Ich glaube, dass es einfach am intensiven Training liegt und ich glaube, was ich jetzt brauche, sind viele, viele Rennen. Und ich werde mich jetzt einfach runterbeißen, Wettkampf zu Wettkampf und schauen, dass ich dann ja, im Juli schon unter 13 rennen kann. Für einen der Meeting-Höhepunkte sorgt Hürdenkollegin Stefanie Bendrath. Die gebürtige Deutsche startet seit knapp einem Jahr für Österreich und knackt in St. Pölten mit 13,11 Sekunden das Limit für die Europameisterschaft in Amsterdam. Auf das Olympiaticket fehlen ihr nur noch 11 Hundertstel. Und jetzt hast du nochmal angreifen die nächsten Wochen, weil ich will zu den Spielen, auf jeden Fall. Und da werde ich jetzt nochmal alles reinhauen und alles geben, dass das funktioniert. Bei den Herren kann Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger aufzeigen. Der Oberösterreicher gewinnt die Konkurrenz mit einer Weite von 65,17 Meter. Eine Olympia-Frühform, die sich Beate Schrott bis 5. August noch hart erarbeiten muss.